Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight und sagt Hallo zu dieser wunderschönen Kiste, die ich jetzt durchsuchen werde. Wir spielen heute wieder mit dem Controller und ich bin gespannt, wie diese Runde wird. Gott, muss das immer so laut sein mit dem Durchsuchen? Nice! Wir haben eine Kiste, da freue ich mich. So. Ach, shit. Sieht, jetzt habe ich vergessen. Kacke. Ich wollte noch ändern, dass ich die Taschenlampe bzw. Werkzeugkiste nicht mit RB benutze, sondern mit X zum Beispiel. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Klasse, Stefka. Lob an mich selbst. Ich mache das hoffentlich in der nächsten Folge. Mal gucken, ob mich das jetzt stören wird. Wahrscheinlich ja. Aber egal, ich gebe mein Bestes. Oh nee, bitte nicht. Eigentlich bräuchte ich jetzt eine Taschenlampe. Okay, was steht da jetzt? Was steht da? Haha! Benutze ich jetzt die Kiste oder nicht? Nö. So, wie kann ich die Kiste benutzen? Ist Glückssache. Entweder Kiste oder keine Kiste. Ja gut, kacke Scheiße. Ich hätte das ändern sollen. Habe ich natürlich nicht. Oh, Menno. Da, ich benutze die Kiste. Och, wir benutzen die Kiste. Natürlich. Gut, kein Problem. Dann werden wir die Kiste auf jeden Fall jetzt verlieren. Geh weg. Von mir. Husch, husch. So, da hinten laufen die. Können gerne weiter hinten laufen. Mach ich hier weiter? Oh, was ist das denn jetzt? Was zum Teufel? Warum sehe ich denn nicht mehr, wie weit... Egal. Ich frage einfach nicht. Ich nicke und mache einfach so lange, bis ich... Warum habe ich denn hier keinen Balken? Nicht fragen, Stefka. Einfach machen. Einfach machen. Okay, da rennt schon jemand hin. Das ist eine gute Kiste. Was ist denn für eine Kiste, bitte? Ah, nee, jetzt benutze ich wieder nicht die Kiste. Das ist immer so eine Glückssache. Mal ja, mal nein. So, wo ist der andere Kollege? Was war das denn jetzt, bitte? Was zum Teufel? Was war das denn jetzt? Ja, ach so Scheiße. Ah! Weg, weg, weg! Mein Gott, spring da nicht drüber. Warum hast du sie jetzt nicht geholt? Oh, er hat sie geholt. Schlaues Kind. Oh, gefährlich. Darf ich euch heilen? Oh Gott. Sehr gefährlich. Billy. Mensch, Kind. Hearthstone. Okay, jetzt machen wir heile, heile an dich. An dich. An dir. An dich. So, und an... Du auch noch? Hallo. Hallo, ich möchte dich heilen. Billy. Mensch. Steck mal deine Zigarette richtig an. Okay. Bill geht ihn retten. Ich komme mal mit. Einfach so zur Unterstützung oder so. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Oh, oh. Ey, was ist das für ein Scherz hier? Oh, du kleiner... Oh, komm. Oh, kein Problem. So, Süße, du musst schon kommen. Jetzt zu uns, Claudette. Nein, 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 pass auf, pass auf, pass auf. Ich muss von ihm weggehen.
Ja, komm, dann nehme ich mit. Oh, ich glaube, die Claudette ist ein kleiner. Nee, er nicht. Er hat keine Angst. Lol. Na, pass auf. Oh Gott. Ganz gefährlich. Ja, was auch machen? Du hast keine Borrowed Diamonds. Was soll das denn bitte? Claudette, jetzt bewegt dein Arsch hier hin. Kann doch nicht so schwer sein. Aufpassen, jetzt muss aber wieder zurück. Jetzt, Leute, bewegt deinen Arsch zurück. Ja, ich ist manchmal ein bisschen anstrengend mit mir, ich weiß. Macht mich wütend, sowas. Aber sag mir jetzt bitte nicht, dass er mich sieht. Langweilig. Ja, ist okay. Dann nehme ich jetzt das langweiligste Geist, den ich hier. Der macht mir gar keine Angst. Ach shit, ich muss ja schon kämpfen. Oh Gott, stimmt ja. Huh? Oh nö. Ach komm. Ja. Sie sehen einen Camper. Darf ich vorstellen? Herr Geist, mit den roten, blauen, nein, mit den gelben Augen, der steht und mich anschaut, weil er so einen kleinen hat. Ich möchte es nicht aussprechen, ich bin ja nicht so böse, ne? Also, ich will ja nichts Böses sagen, dass er sich nicht traut, einfach weit weg zu gehen, weil er Angst hat, dieses Spiel zu verlieren. Wir nennen ihn auch Schisser. Darf ich vorstellen, das ist Herr Geist Schisser. Ein Glück, wir entfernen uns von diesem Spiel. Ich freue mich. Wir spielen eine neue Runde. Ja, Spiel. Darf ich auch gerne beeilen. Geopfert! Oh mein Gott. Also, eigentlich habe ich mich ja sogar wirklich geopfert, wenn man es so... Oh, was? Ich habe doch... Was habe ich denn gemacht? Helfen? Ich habe viel geholfen. Haha! Bin zwar tot, aber habe noch am zweitmeisten Punkt. Ja, alles klar. Okay, ich... Also, das habe ich schon mal mit meinem... Das haben schon meine Freunde auch gesagt. Wenn du Level 8 bist, irgendwann solltest du wissen, wie du richtig spielst, damit es auch spannend wird. Das ist mega langweilig, was der hier veranstaltet. Und die hier, so, der stand wieder auf einem Platz, alles klar. So, jetzt bin ich... Ich spiele auch gleich sofort eine neue Runde. Ich möchte jetzt einfach gerne gucken, was der bei den anderen macht. Bin gespannt, ob der jetzt weiterkämmt. Ah, das ist das. Das ist so kacke, weil man sich da nicht... Man kann nicht miteinander kommunizieren. Am besten wäre es jetzt natürlich einfach. Sag mal schnell. Generatoren macht. Oh, bist du langweilig. Der kämpft wirklich. Ja, die machen. Nee, was machen die? Die heilen sich. Ja, ich mach Generatoren. Es bringt ja nichts. Es bringt ja wirklich nichts. Oh je. Der kämpft. Der fühlt sich richtig, richtig geil. Was wird das jetzt? Mega langweilig, wirklich. Gott, das ist ein schlechter Killer. Das Krasse ist einfach, dass er auch noch gewinnt, weil er die ganze Zeit kämpft. Boah, das ist eklig. Ich weiß nicht, man muss die Entwickler müssen irgendwas einführen, dass es nicht möglich macht, wirklich direkt da am Haken zu stehen. Weil das Ding ist, ja, man kann campen, aber das ist doch mega langweilig. Ernsthaft jetzt. Okay, die interessiert sich nicht für ihn. Kann ich aber auch irgendwo verstehen. So, jetzt einfach die Luke. Ja, man hört ihn. Man hört ihn schnaufen. Ey, was macht der denn? Aber was macht... Ich frage mich immer, was machen die Leute? Stehen da vom Haken und denken sich, oh geil. Ja, Mann, ich hab den. Und jetzt stehe ich die ganze Zeit vor ihm und geil mich daran auf. Keine Ahnung. Erklär's mir bitte. Oh, weil jetzt ist er anscheinend nicht mehr da. Ich muss echt lernen, besser zu spielen.
Ich muss wirklich lernen, besser zu spielen. Und ich muss Borrow Time mitnehmen. Ich muss... Oh, oh, pass auf, pass auf, pass auf. Na, er sieht... Okay, sie hat keinen Bock mehr. Ach nee, die spielen zusammen, oder was? Ach, die spielen zusammen. Was soll das denn jetzt? So, langweiliger geht's nicht. Ah, okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, müsste mal gucken in die Freundesliste, ob die zusammen spielen. Zusammenarbeit mit dem Killer. Ja, das passt. Ja, wobei ich will es jetzt natürlich nicht unterstellen. Kann sein, dass er, der Killer jetzt gedacht hat, ach, ihr gewähre ich alles. Oh, dafür, oder? Ja. Ich schreibe einfach Camper. Wobei ich immer noch der Auffassung bin, dass es nichts bringt. Machen die weiter? Ja, die machen weiter. Ich schaue mir mal später an, ob die befreundet sind. Guck mal, wie viele Punkte die einfach hat. Die war auch... Was hat die denn die ganze Zeit gemacht? Die hat dann in der enge Ecke rumgelungert und nichts gemacht. So, ich schreibe mir mal ihren Namen auf. Das will ich jetzt ehrlich gesagt wissen. Guck ich mir mal später an. Ob die miteinander befreundet sind. Aber wahrscheinlich ist das Profil privat. Wobei, ich habe mein Profil auch privat. Also eigentlich darf ich nicht meckern. Aber reicht ja, wenn ich einen von denen sehe. Was war das denn? Was war das denn hier? Egal. Was wollte ich machen? Und das ist der Killer und das ist sie. Ja. Auf jeden Fall nicht schön. Nicht schön. Hat absolut keinen Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht mal so wirklich drüber nachgedacht, wie ich den Controller verwende. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Steuerung. Ich muss definitiv ändern, dass ich beides auf RB habe. So. Oh, hier, Controller. Also, Item nutzen, RB. Ja, Item aufheben, RB. Aktionen, RB. Jetzt ist die Frage, was ist logischer? Springen über A oder B? Na, eigentlich ist es logischer, wenn ich springen auf B zum Beispiel setze. Ich probiere einfach mal. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Moment. Aktionen. B. Item ablegen. Das muss ich definitiv wegmachen. Machen wir mal Y. Warte mal. Aktion B. Ich denke mal, unter Aktion ist gemeint, dass ich auch dann über ein Fenster springe. Hinhocken, das haben wir. Das mag ich auch ganz gern, so wie es ist. Item nutzen ist RB. Das können wir so lassen, finde ich. Okay, wir probieren es einfach mal so aus. Mal gucken, ob es funktioniert. Und bitte, lieber Zockergott, lass es kein Camper sein. Ich bete dich an. Lass es bitte kein Camper sein. Doch, es ging aber auch schnell. Okay, die eine ist weg. Ich glaube, ich werde übrigens in der nächsten Folge, da ich jetzt... Ich habe ein bisschen den... wie heißt der? Bill? Oh, klasse. Den Bill hoch gelevelt und den Fallenleger und ein bisschen den Meyers. Ich habe ja ein paar Punkte gesammelt. Habe ein bisschen gespielt. Und ich bin jetzt fast wieder bei 500.000 Blutpunkten. Und ich glaube, ich werde... Ja, ich glaube, ich werde unsere liebe Mac Precision auf Level 1 bringen, dass sie die blutige Kleidung bekommt, weil ich doch, Mac habe ich gesagt, ne? Ich meine Claudette, oh Gott, es ist wirklich schon spät. Ich merke, das eine Auge langsam anfängt zu brennen. Aber ich habe irgendwie gerade die Lobby. Warum? Ja, egal. Wir probieren einfach mal. Warten den Boss. Ich glaube ihm einfach mal. Ich glaube ihm einfach mal. So, kurz warten.
Eigentlich kommt man mittlerweile sehr schnell in ein Spiel rein. Diese Runde soll auch ein bisschen interessanter wirken. Sein. Wir hatten ja letztens einen Killer, der war wirklich klasse. Der hat einen aufgehangen und zack, weggegangen. Was, der Bill? Bill oder der Fallenleger war das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber die haben mir richtig Spaß gemacht. Gegen die zu spielen, gegen solche Killer zu spielen, macht mir einfach Spaß. Weil du dann so ein bisschen, ja, es macht halt ein bisschen spannend. Du weißt nicht, kommt der Killer jetzt gleich, kommt der nicht. Und wenn er die ganze Zeit da rumlungert und rumhockt und den Überlebenden da am Haken zuschaut, wie der kurz davor ist zu sterben, ist mega langweilig. Das ist noch nicht mal, das ist einfach, bei mir ist es wirklich, es ist einfach noch nicht mal spannend. Das ist noch nicht mal, das ist gar keine Herausforderung. Ja gut, man kann es so sehen, okay, es ist eine Herausforderung, ihn den Überlebenden vom Haken zu holen. Wenn der Killer davor steht, klar. Ich glaube, das hatte ich doch... Hatte ich das nicht im letzten Let's Play geschafft? Ich meine schon, da habe ich den Killer kurz abgelenkt, einmal kurz gestunt und dann den Überlebenden runtergeholt, meine ich. Oh, Entschuldigung. Ich glaube schon. Ich glaube, das war so. Okay, was ist denn jetzt hier los? Ich glaube, wir müssen lungen. Leben wir normal. Und ich wollte noch schauen, mit welchem Spieler, ich meine, das war auch Claudette, ich den Perk bekomme, wo du... Ja, wie heißt denn das? Wie heißt denn der Perk? Wenn du verletzt bist und still stehen bleibst, hört man dich nicht stöhnen. Den möchte ich gerne haben. Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Den möchte ich gerne haben. Das wäre cool. Zwiebella. Wunderschöner Name. Okay. Gut, probieren wir es mal in dieser Runde. Ja, das würde ich einfach gerne mal probieren. Ich glaube, das wäre ganz cool. Es geht los. So oft hocke ich mich einfach irgendwo hin und warte, bis der Killer an mir vorbeigeht. Und ich glaube, es wäre dann sehr praktisch, wenn ich diesen Perk hätte. Wie heißt der denn nochmal? Gott, ich habe es mir doch vorhin noch angeschaut. Ich weiß es nicht mehr. Ich komme jetzt nicht drauf. Naja, nicht schlimm. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Kriegt man den mit Claudette? Ich meine nämlich, man kriegt den mit Claudette. Das Ding ist, ich habe den noch nicht mit Claudette. Aber, ha, das wollte ich euch noch erzählen. Oder habe ich das aufgenommen? Ich glaube nicht. Ich habe das nicht aufgenommen. Ich habe mit Bill Selbstfürsorge bekommen. Endlich. Das wollte ich unbedingt haben. Tja. Also können wir jetzt schnell heile machen und müssen nicht andere dafür suchen. Und da habe ich mich sehr gefreut. Übrigens haben wir gleichzeitig Selbstfürsorge bekommen, Jasmin und ich. Wir haben da zusammen gespielt. Und bei ihr war es bei Lori, genau. Sie ist ja schon auf Stufe 3, meine ich. Oder 2, ich bin mir gerade... 3, 2? Ich glaube eher 3. Und da hat sie sich mega gefreut. Und ich habe mich natürlich gefreut, als ich das danach... Kurz danach habe ich es wirklich auch bekommen. Und dann, ja, geil, bei Bill. Jetzt kann ich mich auch selbst heilen. Aber ich glaube, das hatte ich aufgenommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil ich wünschte, wir würden mal eine andere Map bekommen. Wir haben ja immer das Gleiche hier. Spannend ist anders. Okay, wo haben wir denn was Feines? Ich glaube, da war jemand. Das ist so geil mit dem... Es ist unfassbar mit dem Controller. Guck mal, wie... Oh Mann, erschreckt mich nicht. Wie langsam ich gehen kann. Oder wie schnell ich gehen kann. Wie langsam. Wie schnell. Ich kann das richtig gut einsetzen. Klasse. Cool. Achso, warte mal. Ich muss mal eben ganz kurz gucken. B. B ist tatsächlich hinübersteigen. Alles klar. Alles klar. Gut. Das darf ich jetzt so nicht verpassen. B hinübersteigen. Alles klar, muss ich mir wirklich merken. So. Das sind... B übrigens wieder. Steffka, oh Gott, jetzt muss ich mich konzentrieren.
Warum wollte der mich denn nicht? Man weiß es nicht. Okay, B ist runterwerfen. Oh Gott, das wird... Mal gucken, ob ich das so gut schaffe. Ich weiß es nicht. Ist doch ein bisschen anstrengend, immer den Finger dann dahin zu legen. Ja, muss ich nochmal gucken. Ich schaue jetzt einfach, wie es läuft. Und dann entscheide ich. Boah, das geht ja schnell hier. Ich folge denen einfach mal. Nee, mache ich doch nicht. Ich mache einen Generator. Damit es hier ein bisschen schneller geht. Nehmen wir doch mal den. Ich meine, die sind doch jetzt dahin gelaufen, oder? Täusche ich mich. Ich meine, die beiden sind jetzt dahin gelaufen, um sie zu retten. Bitte. Aber ich glaube schon. Ja, es sieht fast so aus. Okay, der kämpft wieder. Oh, Mann. Ach nö, ist das der gleiche oder was? Ich mach Generatoren. Sie versucht zu entkommen. Okay, es ist der, anscheinend... Ist, oh nee, lass es doch bitte nicht der gleiche sein. Aber diesmal spiel ich anders. Ah, ich kann nicht. Ich will ihn heilen. Bist du langweilig. Ach scheiße, die ist tot. Oh, lass es bitte nicht der gleiche sein. Oh nö. Oh, es ist langweilig. Ja, wir schauen uns das auf jeden Fall gleich an. Ich mache den Generator weiter. Ich gucke mir vorher die Killer nie an, weil ich mich einfach, keine Ahnung, lass mich überraschen. Anscheinend ist das ein Fehler. Die sind da hinten. Jetzt müssen wir schnell den nächsten machen. Am besten zusammen. Machen wir den? Alles klar. Das ist jetzt die beste Lösung. Und dann die Tore aufmachen und dann versuchen sie zu retten. Vielleicht kann sie... Ja, vielleicht kann sie ja so schnell von ihm jetzt entkommen oder so lange. Brauchen jetzt ein bisschen Zeit. Ich glaube, sie ist nicht schlecht. Das sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Oh mein Gott. Soll ich mich... Oh Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Scheiße. Mein Fehler. Mein Fehler. Entschuldigung. So. Gehst du sie holen? Ich mache den Ausgang auf. Damit wir schnell weg können. Scheiße, wo war denn der andere Ausgang? Oh Mann, ich muss mir endlich mal merken, die blöden Ausgänge zu merken. Ach, Kacke. So, der ist aus. Ich hoffe, das hat sie gesehen. Ist da hinten der andere Ausgang? Ja. Ich... Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, der ist auf! Habe ich gar nicht gesehen.
Nein, lass mich, hau ab. Oh Mann, Alter. Ey, ach scheiße, B. Muss B drücken. Nein. Ich muss mich heilen. Scheiße. Und jetzt habe ich einen fucking Controller, weißt du? Halt durch. Okay, es ist unsichtbar, das ist gut. Mach doch! Hä, hey, warum? Was zum Teufel? Warum ging das denn jetzt nicht? Ey, was soll das? Ich hab doch drauf gedacht. Oh Mann, doch du scheiß Spiel, Alter. Ganz ehrlich. Warum hat das denn jetzt... Oh, fuck mich, das ist gerade ab. Warum ging das denn nicht? Das habe ich so oft, dass ich versuche, jemanden runterzuholen und ich drücke einfach und dann sterbe ich. Dann geht das nicht. Und es ist nicht, dass ich zweimal drauf drücke. Ich drücke einmal drauf und das... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das nicht funktioniert. Das wäre so geil gewesen. Oh Mann. Das war jetzt noch nicht mal mein Fehler. Ey, das regt mich gerade so auf. Das Spiel ist manchmal so buggy. Ich weiß noch nicht mal, was rum, ey. Das so oft mit dem Fenster oder so passiert. Oh Mann, ey, wie oft ist mir das schon passiert? Oder wie oft ist es anderen schon passiert, die versuchen mich zu retten und das funktioniert da nicht. Boah, fuck. Entschuldigung. Darauf muss ich mal Wasser trinken. Ja, schreibt ruhig, dass ich jetzt kacke bin. Keine Ahnung. Ich hab, ohne Spaß, ich hab drauf gedrückt, mehr kann ich auch nicht meinen. Es ist übrigens der gleiche. Es ist der gleiche, ja. Es ist tatsächlich der gleiche. Boah, was habe ich für ein scheiß Pech? Ey, was habe ich für ein... Oh mein Gott. Ich glaube immer noch nicht, dass das irgendwas bringt. Ich glaube, der meint nicht mit, der meint wirklich den Killer. Oh Mann, ey, das war so eine gute, das wäre so gut gewesen. Das wäre so gut gewesen. Ach, der interessiert auch nicht, was wir ihm schreiben. Der hat doch davor auch schon gecampt. Oh. Boah, jetzt muss ich erstmal runterkommen. Ja, ich habe auch gelächelt. Es ging eigentlich. Ich habe versucht, sie runterzuholen. Das hat einfach nicht funktioniert. Oh, mein Dingens läuft ab, alles klar. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das jetzt gesehen. Ja, nicht schlimm. Oh Mann, regt mich das gerade auf. Ich habe gerade eine Meldung bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt aufgenommen wird, dass mein Virenprogramm bald abläuft. Ja, ich glaube, ich warte jetzt ein bisschen, bis ich wieder spiele, um nicht wieder bei ihnen reinzukommen. Das ist so bitter. Das ist so unnötig. Und keine Ahnung, wie lange braucht ihr jetzt bitte zum... um zurückzuschreiben. Ich glaube, das ist ihm absolut... Ich glaube wirklich, das ist ihm absolut egal. Ich schaue mir den Typen gleich an, was ich auch mal gerne mache. Leider hat bis jetzt noch kein...
meine Einladung, meine Freundschaftsanfrage angenommen. Jedes Mal, wenn jemand campt und ich mache ein Freundschaftsspiel. Haha, ja, komm. Der hat wahrscheinlich... Nee, eigentlich, wenn ich jetzt wirklich Freunde dabei hätte, ich sage, ich bringe manchmal Sprüche raus. Ich weiß nicht ganz genau, ob das so legitim ist, wenn ich das auf YouTube mache. Manchmal kommt noch ja, manchmal kann ich mich nicht halten, dann entschuldige ich mich direkt, aber ich würde jetzt gerne, so gerne was sagen. Das ist dem völlig wurscht, das ist dem egal. Ich schicke gerne den Leuten eine Freundschaftsanfrage, die campen. Leider wurde die bis jetzt noch nie angenommen. Schade, ich würde gerne mal mit denen diskutieren, was bei denen eigentlich verkehrt gelaufen ist in der Erziehung. Das muss ich wirklich... Oh Gott, wie lange hat er denn jetzt für diesen Satz gebraucht? Naja, nicht schlimm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!